stehe ich ja schon wieder am Schlauch. Ich stehe gut auf dem Schlauch, ja. Wenn man jeden Zauberspruch ausprobiert, außer den einen. Nein! Was aus? Also wenn wir jetzt Heiltränke kriegen, ne? Dann haben wir jetzt gleich einen Bossfight. Ja, Happy Birthday. Gott sei. Nein. Nein. Da sind wir auch bei der zweiten Prüfung. Revelio. So. Schön gucken, dass wir... Oh nein. Oh no. Ich muss hier gegen Wachen kämpfen. Noch mehr kämpfen. Oh no. Will nicht. Gott. Ich habe nur 16 Tränke. Wie soll ich das machen? Nee, 16 ist schon viel, aber... Ich muss die Säule verschieben, um hier herauszuklettern. Vielleicht ist der Torbogen die Lösung. Ein Torbogen? Ach, das Ding. Nee, hä? Das ist ein Tor. Ah, okay. So? Rätsel ist okay. Lieber Rätsel als kämpfen. Mal hier. Ah, okay, jetzt habe ich das angemacht. Ja, ja. Oh, wieso ist das rot? Ah, damit man zwei Farben hat sozusagen. Ja. Musst du... Und du... So? Oh ja. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Vielleicht kann ich Objekte nur von der anderen Seite des Bogens bewegen. Ach so. Meinst du? Könnte ich das ja eigentlich auch hier hinziehen, oder? Wingardium Leviosa. Das war einfach eine Truhe. Okay. Können wir hier drauf springen? Und dann kann ich... Levioso. Levioso. Accio. Ach, ich kann das nur... Okay. Hehehe. Sorry. Revelio. Wenn ich das ja nur von hier bewegen kann, ne? Dann... Levioso. Muss ich jetzt da aufhüpfen oder kommt mich ja gerade nicht. Ach, warte mal. Ach, okay. Hoppala. Hat sonst Mikro gekommen? Ui, das war ein bisschen zu stark. Ach,
Accio! Wingardium Leviosa! So. Jetzt. Levioso! Wenn ich da die Säule habe, dann könnte ich ja da drauf und dann da drauf, ne? Da. Ja, alles klar. Let's go. Das mag ich nicht. Dann muss ich hier vielleicht. Also. Nö. Akio. Levioso. Akio. Confringo. Was haben wir denn hier? Arresto momento. Was muss ich denn? Was muss ich denn? Also. Einmal stehe ich hier schon wieder auf dem Schlauch. Kindo! Incendio! Gracias! Ich stehe gut auf dem Schlauch, ja. Aber da ist doch ein Weg. Wieso kann ich denn da nicht hin? Oder muss ich. Gibt es noch mehr als nur die zwei? Mein Freund. Ist denn das Portal jetzt da aktiv oder nicht? Oh, muss ich das hier schon wieder machen? So, dann. Lependo war das doch, oder? Lependo! Diese Säule versperrt den Weg. Ich muss sie verschieben. Akio! Verschieben. Also. Kann ich jetzt dann? Nö. Aber. Levioso. Accio. Kann ich dich hier drüber heben? Wingardium Leviosa. Ne, kann ich nicht. Aber. Komm jetzt dran, oder? Miese Brise. Levioso! Accio! Wingardium Leviosa! Nee, da fehlt mir noch was. Kann ich... Accio! Wie kann ich das denn... Also. ...bewegen? Oh, wieso stehe ich so auf dem Schlauch? Ist doch doof. Die Säule, meinst du? Arresto momento. Accio. Levioso. Expelliamus. Arresto momento. Dependo.
Lucius! Gefindung! Incendio! Impulso! Descendo! Ich weiß nicht, was ich noch alles drücken soll. Habe ich alles schon gedrückt? Tja. Da steht wohl einer wieder auf dem Schlauch, ne? Gut, sehen uns gleich wieder. Ich mach das mal eben. Alter, kann nicht sein. Wenn man jeden Zauberspruch ausprobiert, außer den einen, der keinen Zauberspruch benötigt. Oh mein Gott. So, ich hätte aber noch gerne Ruhe hier. Leviosa.
Ne? Leben kann so einfach sein manchmal. Okay. Lass mich mal kurz, dass ich hier, wenn ich irgendwas Stärkeres habe, weil ich habe doch gerade was eingesammelt, das auch anziehe. Schwarze Magier, ja gut, das ist eh kein schwarzer Magier, ist ja so ein Steinritter. Habe ich auch an, die Brille. Gut, habe ich glaube ich auch an. Ja. Muss definitiv meine Ausrüstung ein bisschen aufbessern. Oh, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Oh Mann. Ich denke, ich werde die Folge dann in zwei Hälften schneiden. Aber was willst du mal? Auf geht's nun. Oh Gott, ich will das wirklich nicht. Round 2. Fight! Was aus? Bitte Speicher zwischen. Alter. Revelio. Sieht wunderschön aus, keine Frage, ne? Aber wer macht eine Kampferei, wo man runterfallen kann, Mann? Gott sei Dank habe ich nur zwei Tränke verbraucht. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, ich muss hier nach links gehen. Aber wie?
So, links geht's weiter, okay. Keine Lust. Lass mich in Ruhe. Gibt es hier etwas, was ich machen kann? Ach, ich kann nur das machen. Oh, okay. Oder... hoppala. Das hätte ich auch so machen können. Ich muss nach links, ja. Hätte ich das doch nicht kaputt machen müssen? Okay, doch, ist geil. Komplett kaputt machen. Gut. Ich sehe jetzt aber hier auch gerade nichts, ne? Kann ja nicht sein, dass ich nur hier rein... Ah. Ich würde gerade sagen, kann ja nicht sein, dass ich nur hier reingehe. Incadium Leviosa. Aber wofür brauche ich den? Ist das eine Kiste oder was kann ich damit machen? Vielleicht muss ich die Markierung an der Wand gegenüber treffen. So habe ich schon einmal Torbögen verschoben. Ja gut, aber... Markierung? Welche denn? Das ist doch nur die eine. Oder bin ich blind? Nur da. Also, die habe ich ja schon... Wie gesagt, lieber Re... Lieber Rätsel als... Nervioso. So, alles gut. Accio. Ingardium Nerviosa. Was soll ich mit dem Block? Wofür kann ich diesen Block gebrauchen? Oh lol. Ja gut. So, wenn ich das nur dahin tun kann. Hier war nichts anderes als die Statue. So, wenn ich das jetzt so mache, was dann? Ist immer noch rot. So mache. Dann so. Immer noch rot. Aua. Nix nicht. Die Brücken erscheinen und verschwinden, je nachdem, auf welcher Torbogenseite ich bin. Hab ich das eben die ganze Zeit nicht gesehen? Oh, alter Schwede. Revelio. Ich bin ein bisschen traumatisiert von euch, das bisschen so. Ha,
Okay. Hier ist ein Block, den können wir da wahrscheinlich bewegen. Oh. Levioso. Sanfringo. Expelliarmus. Hier ist eine Säule. Aber kein Vorsprung zum Festhalten. Ja, ich habe gerade ein bisschen anderes zu tun. Revelio. Nee. Expelliarmus. Der eine ist unsichtbar, weil auf der anderen Seite ist. Ich kack ab. Nein! Protego! Confringo! Wo bist du? Wo bist du? Confringo! So. Treffer auf die Markierungen richten die Torbögen neu aus. Vielleicht geht's auf der anderen Seite vorwärts. Bin auch schon weiter. Oh Gott, diese Visuals, meine Presse. Revelio. Ich bin ein bisschen konzentriert. Oh no. Ich weiß ja nicht, ob das was bringt, aber... Sowas kann ich leben. So. Dum. Ich glaube, geradeaus geht's weiter, oder? Okay. Accio. Wingardium Leviosa. Wird man nicht alles für die Truhen, ne? Jo. Ja, aber ich habe auch schon eine übersehen, als ich da oben auf dieser Plattform war. Also wenn wir jetzt Heiltränke kriegen, ne? Dann haben wir jetzt gleich einen Bossfight. Ja. Happy Birthday. Revelio. Kein Bossfight, bitte. Aber hier sind doch schon die Eier, damit ich. Confringo! Expelliarmus! Ja.
ich muss kämpfen. Ja. Das war nicht so gut. Ich nicht sehen, egal auf welcher Seite ich bin. Warum ist das so? Hier.
Fringo. Na endlich. Mein Gott, ich habe die ganze Zeit die Luft angehalten, mir ist so schwindelig gerade. Boah, bloß raus hier, ey. Jesus Christ. Revelio. Gibt's denn hier wenigstens ein bisschen was zu looten? Vergessen, dass die da sind. Nun, ich bin neugierig auf Isidoras Reisen. Nur herein. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater... Das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Das ist unerforschte Magie, Isidora. Man sieht nur, was im Glas verschlossen wurde. Wir wissen nicht, welche Macht damit verbunden ist. Aber die Spuren dieser Magie sind anders als alle, die ich kenne. Danke. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass mit der irgendwas nicht stimmt. Kannst doch einem nicht einfach die Schmerzen nehmen, so. Natürlich ist der Gedanke gut, ja. Ne? Niemand auf der Welt sollte leiden. Dennoch sind es seine Gefühle und du hast nicht das Recht, ihm die wegzunehmen. So, es sind seine Gefühle, weiß ich nicht. Weg in die Kartenkammer, ja. Sie sind zurück. Und sogar in einem Stück. Ja, bin auch dreimal gestorben. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Professor Rookwood hat mir erzählt, was auf Schloss Rookwood passiert ist. Angesichts der vorherrschenden katastrophalen Umstände ist es ein großes Glück, dass eine so kompetente Person diesem Weg folgt. Danke, Professor.
Ich werde das zweite Artefakt hüten, wie Sie mir geraten haben. Gut. Kann es weitergehen? Was war der leuchtende Faden, den Isidora aus der Brust ihres Vaters zog? Es war Schmerz. Nach den Prüfungen werden Sie Ihr Handeln besser verstehen. Ich bin bereit, was auch kommen mag. In diesem Fall ist es Zeit für eine Einführung. Darf ich vorstellen? Neve Fitzgerald, ehemalige Schulleiterin von Hogwarts. Wie geht es Ihnen? Ich gebe zu, es überrascht mich eigentlich kaum, dass eine Schülerin die Prüfungen absolvierte. Ich war stets überzeugt, dass Hogwarts-Schüler alles schaffen, was sie sich in den Kopf setzen. Danke, Professor. Ebenfalls sehr erfreut. Ich bin mir sicher, dass Sie meiner Prüfung mehr als gewachsen sein werden. Jedoch muss ich zuerst den Ort Ihrer Prüfung, wie soll ich sagen, vorbereiten. Wir vertrauen Ihnen, Professor Fitzgerald. Sie sollten am besten wissen, wie man mit dem Umstand umgeht, dass, nun ja... Mit einem hochmütigen und ärgerlichen Schulleiter? Das sollte ich wohl. Ich werde sogleich bestätigen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich. Professor Fitzgerald braucht etwas Zeit, um den Weg zu räumen. Bis dahin sollten Sie weiter an Ihrer Magie arbeiten. Sagen Sie Bescheid, sollten Sie in der Zwischenzeit mehr über Renrocks und Victor Rookwoods Aktivitäten erfahren. Sehr gerne, Professor. Wir werden gleich wieder bombardiert mit Nebenquests. Das rieche ich doch schon. Ja, ich weiß. Ich soll meine Zauberkunst verfeinern. Sie lernen schnell. Hoffentlich hören Sie auch bald von Lodgok. Dann erfahren wir, wie es ihm mit dem Helm ergangen ist, den Sie besorgt haben. Das war gute Arbeit, wie immer. Wir sehen uns bald wieder. Okay. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh, wie schön. Bitte sag mir, dass es draußen Auftrag abgeschlossen. Bitte sag mir, dass es draußen schneit. Bitte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Neuer Auftrag verfügbar. Ja, das muss ich noch machen hier. Wo geht's raus? Ich muss raus. Nati erzählte mir von deiner Begegnung mit dem Wilderer. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Noch jemand? Noch jemand? Wenn wir schon mal dabei sind? Oh Gott, ich will raus. Bitte, lass mich einfach raus. Ich muss raus. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Okay. Oh, da ist es. Da ist es. Der langersehnte Schnee. Oh mein Gott, hallo. Passend zur Jahreszeit. Auch in Hogwarts. Nee. Oh. Welch eine majestätische Welt. Ich kack ab. Meine Lieben, wir sind ein bisschen mit der Zeit drüber. Das heißt, ich werde die Folge wahrscheinlich in zwei Teile teilen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist wunderschön, es macht Spaß. Und ich hoffe, ihr seid bei unserem nächsten Abenteuer auch wieder mit dabei. Wir haben ja jetzt wieder ein, zwei Nebenquests bekommen. Und dann gucken wir mal rein, wie diese uns, ja, weiterbringen, ne? Die ist wahrscheinlich kalt auf dem Kopf, weil du hast Schnee. Aber ich freue mich. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.